Hallihallo, Grinders Gaming hier, nächste Folge mit Evil Dynasty. Ja, wir haben es letzte Folge endlich geschafft, unsere eigene kleine Hütte ein bisschen mit Lehm zu verputzen. Und ich habe dann auch festgestellt in der Verwaltung, dass da tatsächlich der... Oh, stopp, ich habe falsch geguckt, ich Dulli. ja. Nee, stimmt gar nicht, in der Klammer steht der Bedarf. Ja, doch, der Bedarf des Brennholzes nimmt ab. Das heißt... Das hat sogar sofort einen sichtlichen Erfolg, einen sichtlichen. Ja, ich kann, ja, ich und Deutsch. Das ist immer gut. Ich hätte überlegt, vielleicht machen wir damit weiter. Wir haben noch ein ganz, ganz viel Ton rumliegen, aber irgendwie hätte ich auch Bock, heute noch mal ein bisschen über die Karte zu eiern. Jetzt, wo wir nach dem neuesten Update Rasimir hier wirklich zum Raser gemacht haben, naja, wir haben eigentlich nichts gemacht, die Entwickler haben es gemacht. Können wir nämlich besser über die Karte eiern und gucken und Sachen machen. Und das werden wir, glaube ich, auch tun. So, das bleibt mal alles hier. Eigentlich, ich muss mal überlegen, wie sammelt man denn eigentlich Stroh? Ich glaube, Stroh bekommt, kann niemand sammeln. Das muss schon über die Dings laufen, ne? Über die Landwirtschaft, über die Scheune, nee, über den Feldschuppen oder über die Scheune, ne? Wahrscheinlich. Sonst hätte ich geguckt, dass mir einer Tonbewurf herstellt in der Zeit, wo ich nicht da bin. Das wäre natürlich auch locker easy flockig. Aber ja, wir lassen mal gut sein. Wir müssen uns auch bald ins Bett knallen. Ich überlege gerade, ob wir jetzt noch losgehen, bevor wir ins Bett müssen, oder ob wir gucken, wie lange wir noch brauchen, bis wir ins Bett liegen dürfen. Gucken wir mal. Ja. 1 Stunde 27 noch. Ja, was machen wir jetzt? Die Stunde 27. Habe ich noch was? Achso, ich habe noch Fleisch zum Braten, habe ich gerade gesehen. Der Jockel ist natürlich am Kochen. Dann mache ich mal hier das Feuerchen an. Verwenden. 30 Fleischbraten. Ich hoffe mal, dass sich meine Einstellungen nicht geändert haben. Okay, nee, die Crafting-Einstellungen stehen noch. Ich brate alles auf einmal an. Gott sei Dank. Schön. Hätten wir das geschafft. Wird auch gleich ein bisschen was schnabuliert. Schnabuliert. Wieso hat er gerade so viel Nahrung hergestellt damit? Ich bin seit dem Update ein bisschen verwirrt. Das Spiel ist irgendwie auf einmal noch besser. Ja, das ist eigentlich auch der Sinn von einem Update, ne? Wenn nicht, wäre komisch. Achso, wir könnten mal gucken, wie schaut es denn eigentlich aus mit Werkzeug. Achso, in der Fischerhütte fehlt jemand. Ja, das wissen wir, dass da jemand fehlt. So. Messer 7 von 50 Haltbarkeit. Aber ich glaube, ich habe ein Messer in der Produktion, ne? Oder nicht? Steinspitzhacke, Holzschaufel ist in Produktion. Habe ich nicht in Produktion. Kupfer, Bronze, Eisenmesser. Ha. Ha. Die Axt ist in Produktion, Holzhammer. Ach doch, Steinmesser ist in Produktion mit 70%, aber kein Material. Stöcke fehlen. Nein. Das ist alles, weil ich die Stockproduktion runtergefahren habe, ne? Natürlich. Och nö. Gut, wir fahren die Holzstammproduktion ein bisschen runter, hätte ich gesagt. Holzstämme haben wir eh zu viel. Wir brauchen Stöcke. Stöcke, wir brauchen Stöcke. Hier auch 10% Stöcke hergestellt und auch Holzstämme. Ich habe nachher viel zu viele Holzstämme, ich sag's euch. Wir machen mal so und hier noch ein bisschen auf Brennholz. Obwohl ich nicht weiß, ob mir dann nachher die Holzstämme ausgehen. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Hier, der hat zum Beispiel gar keine Stockproduktion. Der hat nur Holzstamm und Brennholz. Ja. Aber ich hätte gesagt, das lassen wir erstmal so stehen. Wir gucken mal, ob die anderen zwei uns jetzt Stöcke, wie viele Stöcke bringen die uns denn jetzt rein? 8 am Tag. 8 am Tag. Es sind 16 Stöcke, so in etwa 16 Stöcke pro Tag. Das dürfte doch reichen, um ein bisschen Werkzeug herzustellen, oder nicht? Wenn nicht, hole ich jetzt halt noch ein paar Stöcke und schmeiß die halt, bevor wir nicht die Tollkirschen. Mensch. Der Rasimir packt meistens ein, was er will, aber nicht das, was er soll. Wir nehmen jetzt einfach ein paar Stöcke mit und schmeißen die einfach in die Kiste, dann haben die ein bisschen was auf Lager, bevor wir ins Bett liegen können.
Weil jetzt an dem angebrochenen Tag noch loszueiern, ist schon ein bisschen doof, wenn es gleich dunkel wird. Vor allem ist schon auch die nächste Jahreszeit, da sind wir schon wieder im. Sind wir dann schon wieder im Herbst? Nee. Das ist doch jetzt der Frühling gerade, oder? Oder ist es der Sommer? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich schäme mich beinahe zu sagen, dass ich nicht weiß, ob ich das irgendwo nachgucken kann. Obwohl das mir schon ein bisschen nach Sommer ausschaut, da oben das gelbe, das Symbol über dem Kompass. So, Zweige. Keine mehr. Hier sind noch Zweige. Was haben wir denn jetzt? Oh, ja, oh gut. Okay, ja, ich glaube, das reicht erstmal an Stöcken. Ich glaube, das reicht. Immer noch drei Steine, die nehmen wir auch mit. Schmeißen wir auch noch ins Lagerhäusle. Ja, ich bin schon wieder schmutzig, ich weiß. Wie immer. Wie immer. Der ganze Tag, eigentlich bringt es nichts, da in den Bach zu springen. Außer dass es anscheinend die Handelspreise verbessert, wenn man nicht stinkt. So, das müsste doch reichen. An Stöcken. Cool. Was mache ich jetzt mit den blöden Tollkirschen wieder? Da liegen noch die 203 Beeren drin, da ist leer. Tollkirsche geht nicht. Ich glaube, wir entsorgen die jetzt einfach mal. Weil wenn ich sie irgendwo am Boden lege, liegen die da halt immer rum. Essen will ich sie definitiv nicht. Die sind nicht allzu gesund, die Dinger. Cool. Nice. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt ins Bett liegen können. Wie geht das? Aha, 13 Minuten noch. Okay. Können wir mal noch mit der How Frau can I help reden. you? Wie steht es um unser kleines Königreich? Romantik. Oh nein, ich habe keine Kleinigkeit für dich. Zuneigung 100, das ist schon mal nicht verkehrt. Die Bauern benötigen mehr Handwerksmaterial. Lass mich dich mal genauer ansehen. Genau. Stimmung ist prächtig. Besser wie bei allen anderen. Warum haben die eigentlich so eine miese Stimmung hier? Ist doch alles gut bei denen, oder? Verstehe ich nicht. Und mit euch verkehrt. Also echt. Ah ja. Jetzt. Gibt übrigens jetzt auch eine neue Schlafanimation. Man sieht jetzt, wie er sich ins Bett legt. Ne? Dann geht's ein bisschen. Fade to black. Und schwupps, da stehen wir wieder. Schön. Jetzt sind wir im Herbst. Ich hab doch die ganze Zeit gesagt, es war Sommer. Hat mir nur keiner glaubt. So. Also ich bin gar nicht mehr schmutzig. Ich habe mich schmutzig ins Bett gelegt und bin sauber aufgewacht. Ja, danke. Ich weiß, dass ich einen Hut ab, einen Hut hab. Diesen Luxus hätte ich so als Normalsterblicher auch gerne, ne? Dass ich so schmutzig ins Bett liege, am nächsten Tag sauber aufwache. Das würde Wasser sparen auf jeden Fall. Wieso produziert mir hier eigentlich gerade keiner mehr Dünger? Dünger, warum wird hier kein Dünger produziert? Ups. Scheune. Dünger. Ist dran. Ist dran. Wer arbeitet denn hier nochmal? Henrika. Beruf Scheunenknecht. Okay. Hä, was war denn das gerade für ein Symbol? Was ist das? Beschädigt? Oh nö, jetzt haben wir es schon. Ich hab's noch gesagt. Bald sind wahrscheinlich die ersten Gebäude kaputt. Und den Kohl können wir auch noch ernten. Auf einmal kommt wieder alles gleichzeitig. Die Jagdhütte ist also im Eimer. Müssen wir die flicken. Reparatur. Wo ist denn die beschädigt, bitte? Ah ja. Viermal Stroh. Natürlich ist genau hier jetzt kein Stroh. Ah, da vorne ist Stroh, oder? Müsste. Nee, das ist. Oh nö. Oh nö, ey. Jetzt muss ich auch echt noch zu meinem Lager laufen, oder was? Ich stehe so Aufwand. Heuligs Blechle. Ja, gut, ich glaube, dann wird das heute nichts mit Erkundungstour und rumeiern, weil wir jetzt noch ernten müssen und die Felder wieder neu düngen und beackern und alles Mögliche müssen wir machen. Da stehen ein Haufen Pilze rum, die müssten wir auch mal sammeln. Beziehungsweise das macht unser Pilzsammler wahrscheinlich. Wo habe ich das Stroh? Stroh 4. Ich hoffe, das langt. Gut. Schön.
Das heißt, wir dürfen jetzt nach und nach ab und an bei allen Häusern mal irgendwo eine Wand oder ein Stück Dach wahrscheinlich reparieren. Das ist ja ganz toll. Das ist ja sehr schön. Da habe ich definitiv Bock drauf. Was ist das wieder für Geheimversammlung? Leute, ihr sollet schaffe. Ich sag's nur einmal. Sometimes I've got a feeling the whole world freezes for a moment, as if somebody paused it. So oder was? Das Gefühl kenne ich auch. So schön. Erstmal die eigenen Leute hier ein bisschen trollen. Wahrscheinlich habe ich gleich so viel Kohle wieder im Inventar, dass ich nicht mehr laufen kann. Muss ich drauf achten. Muss auch mal gucken, ob ich das alles in die Lagerhalle schmeiße. Ich weiß noch nicht mal, ob unser ganzer Kohl vom letzten Jahr aufgebraucht ist. Ich glaube, ich nehme gerade mal das eine Feld hier mit. Und gehe mal los. Hüpfen kann ich zum Glück noch. Rennen auch noch. Wunderbar, wunderbar. Neues Update fetzt, ich sag's euch. Fetzt richtig. So. Ist hier noch Kohl drin? Nee, Kohl haben sie verballert. Oh, 133 Kohl. Mutter Gottes. Mutter Jottes, ich sag's euch. Jetzt habe ich noch 24 Kohlsamen. Nice. Ja, jetzt muss ich nur gucken. Ich weiß nicht mehr, habe ich die Produktion umgestellt gehabt auf andere Suppe? Irgendwas habe ich letztes Mal gemacht, glaube ich, ne? Nee, Kohlsuppe und Eintopf ist beides noch drin. Ich muss gerade mal überlegen, ob ich bei der Produktion von gebranntem Fleisch ein bisschen runtergehen soll. Weil hier so viel Trockenfleisch rumliegt. Aber gebratenes Fleisch brauchen wir für die Suppen. Naja, wir lassen es jetzt einfach mal so, wie es ist. Wir haben eh zu viel Nahrung. Wenn nicht, verkaufe ich die anderen 133 Kohlköpfe einfach. Wahrscheinlich das Geschickteste. So. Wird zwar ein bisschen nervig, mit den Dingern in der Tasche ins nächste Dorf zu eiern, schätze ich. Wiegen ein bisschen was. Eventuell kann ich auch ein bisschen Kohlsamen verkaufen, weil ich habe definitiv mehr wie 30 Stück. Wie viel haben wir denn hier noch? 17. Ja, dann hätte ich doch gesagt, wir machen jetzt hier glatte 30 rein für nächstes Jahr. Blub. Und den Rest verkaufen wir. Was pflanzen wir denn jetzt an? Muss im Frühling gesät werden. Frühjahr oder Sommer. Winter oder Frühjahr. Habe ich nichts für den Herbst. Im Frühjahr pflanzen. Ich habe nichts für den Herbst zum Pflanzen. Ho. Waren wir nicht schwach? Gut, dann nehme ich hier jetzt noch 51 Leinsamen mit. Zum Verkaufen. Karottensamen machen wir auch mal. Ups. So. Machen wir auch mal bündig, schnittig. So. Gut, gucken wir mal, ob wir es so irgendwie nach Kostovia schaffen. Zu unserem Edwin, der Händler, unser Händler des Vertrauens. Und dann gucken wir mal, ob der mir irgendwas anbieten kann, was ich im Herbst pflanzen kann. Ne? Irgendwas Herbst in Winter oder Herbst auf Frühling, weil im Frühling pflanzen wir dann wieder Leinsamen an. Für unsere Bogenseen. Und so. Ne? Naja, das kriegen wir schon irgendwie geschaukelt, das Pferd, glaube ich. Gar kein Problem. Also an Essen und Wasser mangelt es uns nicht. An Holz. Der Bedarf ist hochgeschossen, weil es Herbst wird. Ja, geilomat. Ich dachte, da steht der Standardbedarf drin das ganze Jahr über. Oh, wir werden noch einen Holzschuppen brauchen, weil ich den Zweier immer noch nicht bauen kann, ich sag's euch. Wir kriegen wieder so massive Brennholzprobleme, safe. Safe, da kann ich drauf wette. Da kann ich drauf wette, dass es so ist. Mann. Ärgerlich. So, Rasimir, gib Gas, wir müssen zum Edwin. Dieses Brennholz. Ich hätte immer gedacht, ich kriege mal Nahrungsprobleme oder Wasserprobleme oder so. Nö. Ist Brennholz. Brennholz. Immer. Ist immer das Brennholz. Ja. Also hier auf jeden Fall ist es immer das Brennholz. So. Der Edwin ist schon wieder am Pickle.
Kerli, pass auf. Servus. 1000 hat er. 1000 Münzen. So, Karottensa. Was sind die denn wert, ey? Holla, die Waldfee. Kann der überhaupt meinen Kohl noch abkaufen? Ja, gut, der Kohl ist nicht so viel wert. Alter Verwalter, diese das Saatgut ist einfach mehr wert wie das ganze andere Zeug. Schöne Sache. So. Haferkorn. Sehen im Frühling. Das Frühling. Beim Sehen auf den Feldern im Herbst. Roggen. Früher, dann nehmen wir doch Roggen mit, warum nicht? Da rocken wir den Roggen einfach, hätte ich gesagt. Wir nehmen 30 mit. Würde ein bisschen schneller gehen, wenn man so macht. Wir nehmen 30 mit. Zack. Und dann werden wir jetzt Roggen anpflanzen. Jetzt muss ich mir das nochmal kurz durchlesen mit dem Roggen. Wo ist er? Hier. Oder in einem Säckchen beim Sehen auf den Feldern im Herbst. Da steht nicht, wie lange er wächst. Aber der wird im Frühling sicher fertig sein. Sicher. Wäre auch gut, wenn er vielleicht im Winter fertig wäre, damit wir da wieder was anderes anpflanzen können. Keine Ahnung. Wir pflanzen jetzt auf jeden Fall Roggen an. Weil daraus kriegen wir dann wieder Roggensaat. Könnten Mehl draus machen, wenn wir eine Mühle hätten. Also wir werden auf jeden Fall Gewinnsteigerung haben, schätze ich mal. Wir haben jetzt auch keinen Verlust gemacht, weil wir haben für über 200 Münzen gerade Leinsamen verkauft und haben für 150 oder 156 Roggen eingekauft. Also wir haben auf jeden Fall ein Plus. Haben wir noch anderes Zeug verkauft. Hat sich gelohnt, der kleine Ausflug zum Edwin. Ja, jetzt gucken wir mal mit dem Roggen. Den Roggenrong. Habe ich überhaupt noch eine Hacke? Habe ich, okay, da ist sie. Holzhacke, die ist sogar ganz. Die ist doch schön. Hat die sich doch perfekt. So. Aber ich brauche erstmal Dünger, ne? Ich muss erst düngen und dann. Oder? Wie war das? Ja, Säckchen mit Dünger. Haben wir so viel Dünger? Haben wir 30 Dünger oder nicht? Gute Frage, nächste Frage. Dünger 23. Ja, verkackeiern sie mich doch nicht. Die stellt aber auch nichts her, die Frau. Wo ist denn die eigentlich den ganzen Tag? Die soll mir doch hier Dünger herrschen. Hallo, mach mal Dünger. Da macht man keinen Dünger. Dünger macht man hier. Ups. Dünger. Achso, ich muss erstmal hier das Verdorben rausholen. Stopp, wie viel brauche ich jetzt nochmal? 10 für 1. Wie viel Dünger habe ich denn jetzt schon auf Tasche? Das heißt, ich brauche 70. Ist ja auch nicht viel, ne? Beinahe die falsche Taste gedrückt. So, Dünger alles herstellen. Yes. Sehr schöne Sache. Achso, apropos. Ne, ich habe das Verdorbene schon geholt, ne? Klasse. Das heißt, wir haben bald kein Verdorbenes mehr. Für Dünger. Ich hätte doch mehr Beeren sammeln sollen, glaube ich. Naja, zu spät. Dünger. Feld 1 ungedüngt. Ja, habe ich mir auch gedacht. Deswegen dünge ich ja jetzt hier. Der Rasimir düngt jetzt hier. Schön. Noch diese schöne musikalische Untermalung, während wir hier ohne Handschuhe und ohne irgendwas im Düngerbeutel rumeiern mit der Hand so und das auf unseren Kohl werfen, bevor wir ihn überhaupt irgendwie aus dem Boden rausgepflügt oder umgepflügt haben oder sonst was. Ja. Und anscheinend hat das Spiel mich gehört, denn die Musik hat drastisch die Richtung geändert. Kann man mal machen. So. Obwohl, dudelt immer noch so vor sich hin. Ich find's cool. Die Musik passt halt einfach zum Spiel. Das ist perfekt. Das muss auch immer ein bisschen stimmig sein und dazu passen, sonst ist doof. Aber das läuft. Das läuft auf jeden Fall. Fehlt eigentlich jetzt nur noch der sicke Banger, falls jemand weiß, was ich meine. Das Ding, das man gerade überall als Meme sieht mit dem Kermit mit der Weihnachtsmannmütze. Wie er so voll upraved.
der sicke Banger, der fehlt noch in Mad Evil Dynasty, dann wäre es perfekt. Dann würde das Spiel von mir 110 von 100 Punkten kriegen, ich sag's euch. Ach ja. Schön. Sehr schön. So, Hacke. Hacken wir hier mal ein bisschen. Klonk. Zum Glück geht das so einfach. In echt ist es nicht ganz so easy. Hey, stopp. Hallo? Flüch mal das Feld jetzt hier. Du Knillig. Irgendwie geht mein Werkzeug nicht mehr kaputt. Kann das sein, dass das Update eventuell Werkzeuge von mir fusioniert hat? Dass die jetzt mehr Haltbarkeit haben, weil er aus zwei Werkzeugen eins gemacht hat? Oder habe ich jetzt auf einmal unzerstörbares Werkzeug in meinem Inventar? Ich weiß es nicht. Würde mich jetzt auch nicht stören, wenn ich mir nicht alle fünf Felder weit wieder eine neue Hacke herstellen müsste, ganz ehrlich. Not gonna lie. Aber ja. Es gehört ja auch dazu in so einem Spiel, dass man immer wieder nachcraften muss, auch wenn es ein bisschen nervig ist manchmal. Aber im Endeffekt tut's gut, das zu machen. Ah, jetzt hat sie Haltbarkeit verloren. Was ist denn jetzt verkehrt? So schnell sollst du auch keine Haltbarkeit verlieren, bitte. Sag mal, geht's noch? Spinn ich komplett, oder was? Ich glaub's ja nicht. Habt ihr das gesehen? Das war ja übel. Ach, Weizen wäre auch gegangen. Achso, ich hätte auch hier gucken können, was ich pflanzen kann, ne? Gut, Roggen. Sieht ein bisschen nach Mais aus in der Tasche da. Obwohl, nee, ist Roggen. Könnt, doch. Schönes Placeholder-Bildchen, hoffe ich. Jetzt ist gleich das Säckchen kaputt. Aber ich glaube, ich habe noch eins auf Tasche. Ich glaube, ich habe mal vorgesorgt für solche Fälle. Oder ich hatte schon mal vorgesorgt und das zweite Säckchen ist jetzt auch kaputt. Und wir müssen nochmal herstellen. Oh nein. Wahrscheinlich habe ich keins mehr, ne? Ach ja. Schön, schön, schön. Das kann ich aber auch so herstellen, ne? Genau, ein Leder brauche ich dafür. Das sollte kein Problem sein. Davon haben wir mittlerweile mehr als genug. Rasimir, Achtung. Nicht den Kopf da an der Tür anömmeln. Da, 126. Dann machen wir uns doch einfach mal drei Säckchen. Danke, ich weiß, wie man Saatgut auswählt. Habe ich schon gemacht, bevor du es mir gezeigt hast. Liebes Spiel. Danke trotzdem dafür. So. Sackerlisch fertig. Rasimir, du sollst auch das Säckchen in Hand nehmen und nicht Faust. Dankeschön. Klopft hier erstmal in die Luft rein. So. So. Roggen. Nice. Gleich habe ich es geschafft. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das liebe? So Feldarbeit in Videospielen. In echt ist schon ein bisschen nervig manchmal. Oder sagen wir eher anstrengend. Vor allem, wenn es nicht regnet. Und man oft gießen muss. Aber in Videospielen ist es, das ist für mich so meditativ, ne? Ich könnte hier hocken jetzt und das den ganzen Tag machen. Hier so Felder rumackern, ohne zwischendrin Werkzeug zu craften, wohlgemerkt. Eher so wie in Stardew Valley. Und ich könnte hier hocken, ohne ein Wort zu sagen, einfach brain dead das den ganzen Tag machen. Und dann ernten und dann wieder neu machen und ernten und wieder neu machen und das die ganze Zeit. Da hätte ich so Spaß dran. Das ist für mich Beschäftigungstherapie, ich sag's euch. Das ist echt krass. Aber so ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn ich währenddessen noch ein bisschen Blätchen an euch anbabbeln kann hier, gell? So, jetzt gehen wir noch ein Schlückle trinken. Das war ziemlich auslaugende Arbeit. So, sip, sip. Schlückchen in den Kopf. Bisschen gebratenes Fleisch futtern. Ja, macht das. Ist in Ordnung. So, ja, Felder sind bepflanzt. Neues Update fetzt immer noch. Rasimir fetzt sogar noch schneller. Ich bin raus, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support. Ihr seid megamäßig geile Menschen. Ich hoffe, ihr werdet jeden Tag einen Ticken geiler. Das würde mich megamäßig freuen. Genau wie es mich megamäßig freuen würde, wenn ihr mal den Kanal auschecken würdet. Vielleicht findet ihr da was anderes, was euch interessiert, so spieltechnisch. Und über Likes, Kommentare und Abos freue ich mich natürlich auch. Ist aber alles freiwillig, ist kein Muss. Ich wünsche euch einen megamäßig geilen Tag. Ich bin raus, man hört sich. Ciao, ciao.